Ob mit dem Fahrrad durch einen Parcours und übers wackelnde Brett, ob mit dem Simulator im virtuellen Straßenverkehr oder per Vollbremsung auf einer rutschigen Matte. 69 Mädchen und Jungen der Grundschule am Stahlwerk in Augustfehn 2 zeigten am Mittwoch, dass sie ihr Fahrrad beherrschen. Beim Verkehrssicherheitstag beschäftigten sie sich mit vielen Themen rund um Sicherheit im Straßenverkehr. Auch neben dem Ritt auf zwei Rädern waren die Kinder gefordert. In einer Dunkelkammer wurde ihnen gezeigt, wie wichtig es ist, sichtbar im Verkehr zu sein. Beim Sehtest wurde die Stärke der Augen kontrolliert und bei Übungen mit dem Kippbrett, beim Stelzenlauf oder beim Spiegelzeichnen die Koordination gefördert.